Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Verhältnis zu den Frauen. Er hat uns in bester Weise vorgelebt, wie diese Barmherzigkeit und Güte aussieht gegenüber den Frauen. Es reicht schon aus, oder es würde schon ausreichen, an Theorie, wenn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nur seine Worte gesagt hätte, die er bei der Abschiedspilgerfahrt sagte. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. Ja, und ich lege euch ans Herz, die Frauen gut zu behandeln. Worte für die Geschichte. Und nie vergessen, in welcher Gesellschaft. Immer wenn ich diese Worte sage, dann müsst ihr immer daran denken, in welcher Gesellschaft der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hatte. Immer noch in unserer heutigen Zeit, gestern erst habe ich ein Video gesehen. Dachte ich so, was ist jetzt los? Ja? Da hat einer von der Deutschen Welle, dieser Ja'far Abdelkerim, der hat einen Jungen auf der Straße gefragt, ich weiß nicht in welchem arabischen Land, der fragt ihn, was würdest du machen, wenn deine Schwester, jetzt hör zu, nicht irgendwie fremd gehen würde oder weiß ich was, wenn deine Schwester arbeiten gehen würde, was würdest du mit ihr machen? Wie antwortet er? Abducha. Ich würde sie erschießen. Also was? Meinst du jetzt ernst? Oder? Und er lacht dabei. Meinst du jetzt ernst oder machst du jetzt Spaß? Ja, aber Abducha. Ich würde sie erschießen. Wieso denn? Ja, das ist bei uns so. So denken manche heute immer noch. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie das zur Zeit des Propheten gewesen sein muss. In unserer heutigen Zeit, wo die Welt eine globale Welt ist, wo man von Menschenrechten hört und Frauenbewegung, was ich was, gibt es Leute, die immer noch so denken. Weil seine Schwester arbeiten geht, erschießt er sie. Was ist das? Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, in dieser Zeit, wo noch nie jemand über Frauenrechte gesprochen hat, und das ein Fremdwort gewesen ist, zumindest auf der arabischen Halbinsel, kommt in seiner Abschiedspilgerfahrt, wo der gesamte Glaube zusammengefasst wird, und sagt, وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. Ja, Salam. Und dann soll der Islam eine Religion sein, die Frauen unterdrückt. Wo er gekommen ist, um diese Barmherzigkeit auf allen Ebenen zu verbreiten. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das aber nicht nur als Theorie verbreitet und als Worte, sondern er hat diese Barmherzigkeit gegenüber den Frauen und diese Güte auch praktiziert in seinem Alltag. Aisha radiallahu anha, sie sagt, in einer Gesellschaft, wo es normal war, dass man eine Frau schlägt. Ganz normal. Es war eher anormal, es nicht zu tun. Und Aisha radiallahu anha sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat nie, und er hatte nicht nur eine Frau gehabt, er hatte insgesamt in seinem ganzen Leben 11 Frauen gehabt. Er hat nie seine Hand gehoben, nicht mal gehoben, gegenüber einem Kind oder einer Frau. Nie. Nicht ein einziges Mal. Und wir wissen, seine Frauen waren nicht immer leicht gewesen. Sie sind die Mutter der Gläubigen, die Mütter der Gläubigen, aber sie waren nicht immer leicht gewesen. Kennt ihr die Geschichte, wo sich die Mütter der Gläubigen gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam verschworen hatten? Kennt ihr die Geschichte? Wo einige Frauen ja, sich zusammengetan haben und den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgefordert haben, dass er ihnen mehr bieten soll. Am Weltlichen. Und Allah ta'ala dann die Verse herabgesandt hat in Surat Al-Ahzab, ja, wo er die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam direkt anspricht. Eine lange Überlieferung. Und Umar ibn Khattab, der, wie gesagt, der Schwiegervater des Propheten war zugleich. Wie hieß seine Tochter, die mit ihm verheiratet war? Hafsa, genau. Er fragt so, es kommt ihm zu Ohren, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Frauen geschieden hat. Und er kommt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sieht, dass er traurig ist und betrübt und fragt ihn, was ist los, Gesandter Allahs? Hast du dich von seinen Frauen getrennt? Er sagt, nein. Aber er hat sich zurückgezogen. Guck mal, er hat seine Frauen weder geschlagen wie ein Tyrann, noch hat er sie eingesperrt, noch irgendetwas getan. Er hat sie lediglich vor die Wahl gestellt. Entweder bleibt ihr bei mir mit meiner Lebensweise. Das, was euch zusteht, werdet ihr bekommen. Oder ich lasse euch gehen in bester Weise.
Das war die Reaktion unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Er war nicht irgendjemand gewesen. Er war der Vorsteher von Medina gewesen. Er war der Gesandte Allahs gewesen. Er hätte seine Frauen misshandeln können, keiner hätte etwas gesagt und sie hätten ihm Recht gegeben. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat nicht einmal seine Stimme erhoben. Jetzt geht's noch weiter. Bei der Verleumdungskampagne gegen Aisha. Jetzt geht es um etwas Schlimmes. Es geht jetzt um die Ehre. Und wir wissen, die Ehre bei den Arabern ist etwas, was unantastbar ist. Gerade wenn es um Al-Irt, die Frau geht, ja, meine Ehefrau, Ehre, weiß ich nicht was. Und auf jeden Fall, es verbreitet sich das Gerücht. Aisha radiallahu anha, seine Lieblingsfrau, habe Zina begangen. Es wird überall herum erzählt. Und es gelangt zu den Ohren des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Meine Frage an euch: Wie reagierte er? Oder besser gesagt, wie würde heute wahrscheinlich jemand reagieren? Ein typischer Macho. Wie würde er wahrscheinlich reagieren? Ja, du machst so. Ja, wahrscheinlich. Oder ein bisschen zusammenschlagen erstmal. Und wie reagierte er sallallahu alaihi wasallam? Was macht er? Wer kann mir das schildern, wie er reagiert, sallallahu alaihi wasallam? Er hat sich zurückgezogen. Und wer ist zu ihm gekommen? Aisha selbst. Sie hat davon gar nichts gehört. Sie ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte ihn, oh Gesandter Allahs, was ist los? Gibt es irgendetwas, was ich getan habe? Du bist so ein bisschen kühler mir gegenüber. So warst du nie gewesen. Und der Prophet antwortete nicht. Bis dann einige Frauen, ja, sie darauf aufmerksam machten, nämlich wie um Mustah. Sie ist gestolpert und sie sagt, Ta'is Mustah. Sozusagen, möge er zugrunde gehen, Mustah, ihr eigener Sohn. Aisha wunderte sich und sagte, was sagst du? Und dann hat sie erst erzählt, was vorgefallen war. Und Aisha radiallahu anha hat geweint, tagelang, wochenlang. Muss man sich vorstellen, wie sie sich fühlen musste. Ja, das Schlimmste, was einer Frau passieren kann, ist schlimmer als Tod, als alles. Sie weinte und konnte nicht mehr. Und dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr, in ihre Wohnung, und sagte, O Aisha, wenn du unschuldig sein solltest, dann wird Allah Ta'ala diese Unschuld beweisen. Und wenn du schuldig sein solltest, dann bitte Allah um Vergebung. Allahu Akbar. Sag mal ganz ehrlich, wenn das keine Barmherzigkeit ist, was ist dann Barmherzigkeit? Und anhand solcher Situationen erkennt man, ob ein Mensch wirklich barmherzig ist oder nicht. Ob er wirklich gütig ist oder nicht. Und das war seine Reaktion gewesen. Nichts anderes hat er getan, sallallahu alaihi wasallam. Das ist die Barmherzigkeit. Wir könnten noch viele andere Dinge überliefern, über die Barmherzigkeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gegenüber seinen Frauen, wie er mit ihnen lachte, wenn sie einen Fehler gemacht haben und einfach darüber hinwegsah. Ihr kennt die Geschichte, wo Aisha, radiallahu anha, dann was in der Hand hatte, eine Schüssel mit Essen, und aus Wut hat sie diese Schüssel auf den Boden geschmissen mit dem Essen. Und was sagt er? Das vor den Leuten, stellt euch mal vor, eure Frau macht so etwas vor euren Gästen. Kommt rein, ist wütend, nimmt die Schüssel mit dem Essen und schmeißt sie auf den Boden. Bitte macht das nicht, ja? Also, ist jetzt einfach nur, ja? Macht das nicht. Vor den Gästen. Fadiha. Wow. Fadiha. Das könnte ein Scheidungsgrund sein für manche. Und was sagt der Prophet Sosan? Rarat umukum. Eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Eure Mutter ist eifersüchtig geworden, meine ich. Ja? Schwamm drüber. Subhanallah. Na, was für eine Geduld. Ja, Juna, guckst gerade so, was würde ich machen? Oh mein Gott, wenn meine Frau das machen würde. Subhanallah, das war seine Reaktion gewesen. Ja, ich weiß nicht, also, Allahu a'lam, wie wir reagiert hätten. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Aber Barmherzigkeit, ja, nicht zu übertreffen.